Der Kalte Krieg steht noch in Leipheim. 30 mal 38 Meter in Beton gegossen. Bombensicher im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Bunkeranlage steht nun zum Verkauf. Die Gemeinde wandelt den ehemaligen Fliegerhorst schon länger in ein Gewerbegebiet um. Und dieses Relikt hier ist, naja, man kann sagen, eine außergewöhnliche Immobilie. Die Bundeswehr hat diesen in den 80er Jahren geplant, während der Zeit des Kalten Krieges. Dieser Bunker sollte zur Luftbildauswertung dienen von Luftbildern, die Flugzeuge weit fernab von hier anfertigen. Also eine Spionageanlage allererster Güte. 1,35 Meter dicke Betonwände hat man zum Schutz der Technik und des Personals gebaut. Samt eigener Versorgungstechnik, Strom, Wasser, Klima, alles unabhängig vorhanden. 10 bis 15 Räume liegen im Bunker. Einen überdimensionalen Tresor mit Schließfächern könnte man gut draus machen, aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Besonders cool wäre es ja eigentlich als Diskothek oder Clubanlage. Dieses Gebäude befindet sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, der sogenannte Vergnügungsstätten ausschließt. Deswegen ist aus baurechtlicher Sicht zum Beispiel eine Diskothek aus bauplanungsrechtlichen Gründen schon nicht genehmigungsfähig. Und das klingt auch nicht so, als sei es noch verhandelbar. Schade eigentlich. Also wertvolle Dinge wären hier gut aufgehoben. Oder Firmenrechner, Server, die sehr viel Sicherheit brauchen. Rund 800 Quadratmeter stehen zur Verfügung. So eine mittlere sechsstellige Summe wäre wohl realistisch. Für eine Immobilie, die echt was hermacht.